I think I have to wait. Is it 12? 12, yeah. Oh, yes, nice. Oh, let's see. Whoop, whoop, whoop. No, it's 7K. Maybe it works now. Let's see. Yeah, Nepal. Oh, that would be nice if I can play this now. Yeah, but no, because of my bad orientation, I don't want to run forwards and backwards through the same level over and over again because I'm too stupid to memorize the way the path. But yeah, I should because it's because it's a stuck, right? Oh yeah, I streamed it, but I didn't create content for it. I wait until a full playthrough, you know. Makes no sense for that game to publish like the half an hour I did run to the same part of the map 3 times. That makes no one wants to see that shit. I didn't make a highlight of it even. I just played it and thought, no, I'll wait for the full playthrough, you know. Yeah, exactly.
It's too funny. The first thing I saw in Astroneer, Drake, Played Up and stuff was Zangrias. And you can exactly tell when he got his level 10 because that was the day he stopped spamming all the bullshit in the main channel. That's too funny. But hey, everyone is doing it that way. Okie dokie, have a good one. Oh, okay. Nice, nice, nice. Catch you later. TV by PM Studio. TV. Na komm, mach.
Still wakes. Still wakes the deep. So, dann gucken wir mal. Ist es drin? Ist es nicht drin? Wir dürfen gespannt sein. Da ist es. Okay, also spielen wir es jetzt. Und zwar nennt sich das Sunpatan. Call of the Wild, the Hunter. Call of the Wild, the Hunter. Sunpatan Nepal Hunting Reserve. I think Tomo played that too. The Way of the Thomas.
hunt at the edge of the earth. Let's go! As one of the conservation officers. Tourists come to Nepal from all over the world for the unique trophies you can hunt here, the Nor and the Dar. We use that foreign income to support our economy and our wildlife conservation programs, especially for endangered species. Protecting both fauna and flora in our beautiful country is something that is very dear to the hearts of Nepali people. Is this your first time here? Then I hope it will be an unforgettable assignment for you. Kanakayo? Oh, it means have you eaten? That's usually the first thing a Nepali person will say after meeting you. It's basically a greeting. I know you've been on the road for a long time to get here, all the way from Kathmandu, so I'd be starving if I were you. In rural areas of Nepal, you don't see a lot of hotels. But rather something called homestays. People offer travelers food and a place to stay for a fee. I have a homestay myself, and you're more than welcome to come over. It's a great way to discover another culture on a more personal level, don't you think? My house is in a small village called Lek Banjang in the hilly region. There, I've just sent you the location. Begib dich in. Okay. Hilly region. Oh, right. You know, hill means something different in Nepal. Any mountain that has trees on it, we call it a hill. If not, it's a mountain. In Pahad, as we also call it, the mountains can be up to 3,000 meters high. And generally, they don't have a lot of snow. But we also have valleys, meadows, plains. Further up north, that's where you'll find the very high mountains that we're maybe more famous for. The Himalayas. But we just say the Himal region. And if you go south, you'll notice the plains are completely different in everything. Climate, vegetation, and wildlife. In a way, Sundarbatan is like a mini version of Nepal. Our country is made up of very different landscapes and a lot of different cultures and languages.
Aber wir haben keine Pfeile, ne? Wie kann ich das denn wieder nehmen? So. Nochmal Inventar gucken. Hat man nicht ein anderes Gewehr? Ah, wir nehmen direkt die Wumme, Jungs. Wie war das denn mit dem Spurenlesen? Eine Steuerung wäre ganz geil irgendwie. Ich sehe nirgendwo eine Steuerung irgendwie in dem Sinne, ne? Vielleicht unten bei System. Fertigkeit. Hunter Mate. Das Spiel sieht schon super aus. Ich muss halt erstmal wieder jetzt zurechtkommen mit der Steuerung, ne?
Und dann gucken wir, dass wir irgendwie ein Fahrzeug unter den Arsch kriegen. Also ich gucke, dass wir uns jetzt irgendwie ein Auto organisieren, dann können wir hier wenigstens ein bisschen rumheizen. Da sollen wir sowieso hin, ne? The home of the wolves. Sieht aus wie bei Far Cry, ne? Nimm dir von dem Essen, das Asmita zubereitet hat. As you know, hunting is illegal here, except in the hunting reserves. There's only one other in the whole country called Dolbatan. Sundarbatan is the more recent of the two. When they established this reserve, the government's goal was not only to develop hunting tourism, but also to fund our wild.
conservation strategy with a special focus on threatened species. You must have heard of the mysterious snow leopard and the Bengal tiger, but we also monitor a lot of others, vulnerable or not. Wild yak, barasinga, Tibetan fox. Thanks to our efforts in the last 20 years, tiger populations are recovering rather well. But the flip side is, there are also more and more human-wildlife conflicts. Would be too large for only one warden, so we have a small team. Each of us is in charge of the region they live in and know best. Bahad, in my case. It's not the first time we've had a temporary contractor coming from abroad to work with us. Usually they're experts in a particular field. But you seem to be special. It's not just your track record as an ethical hunter, which is of course required here. Da, da, habt ihr, genau, du kennst mich. Ich bin einfach ein Jagd. Oh, guck mal, da sind die Spuren. Okay, die leuchten von alleine. Oh, guck mal, da war der Reap. Hat er Feinhäufchen gemacht, ne? Hat man da nicht auch Autos gehabt, bin ich mir ziemlich sicher, du. Na, wir könnten ja erstmal darüber gehen, weil wir ja sowieso daneben dran sind. Es müsste dann in die Richtung sein, genau. Mal gucken, ob das ein Ausguck ist. Ich glaube, da kamen tatsächlich keine neuen Achievements dazu. Mm-hmm.
Anscheinend kamen keine neuen Achievements dazu. Krass. Ich habe jetzt gerade extra mal geglotzt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ob man mit dem Fernglas markiert. Ob man hier keinen? Guck mal da, Feinhäufchen.
Wir brauchen ein Problem-T-Shirt. Wie heißt denn die Olle überhaupt? Asmita Goring. Alter Katastrophe, der hat mich weggefetzt. Du Schwein. Der hat mich gemördert. Das gibt's doch nicht. Haben wir hier kein Auto? Alter, Hilfe! Guck mal, wo der mich gekillt hat. Wie tue ich denn das Auto beirufen? Verschaffe dir einen Überblick über die Umgebung. Na, die sind ja witzig. Wie soll ich das denn machen, wenn er mich direkt wegrotzt? Ist ja kein Auto. Ich glaube, da war normalerweise so ein Garagenzeichen oder sowas. Ich glaube, wenn da wäre da ein Zeichen für die Garage. Alter, hat er uns weggemessert. Ja, ich glaube, hier ist kein Auto. Ich glaube, da wäre dann ein Zeichen für Auto. Ja, das ist natürlich übel. Wir bleiben jetzt mal auf der Straße, du Sau.
Ich weiß nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall weiß ich, dass man Fahrzeuge hatte. Karte sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Kann ich denn? Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Sounds nicht wieder wegrotzt, ne? Das war jetzt hier nämlich bald.
zu wenig Geld. Ich ahne fürchterlich. Ich glaube, der wird uns da hinten wieder wegmessern. Bis ich da ausgeschlafen habe.
Kein Bock, dass er mich jetzt hier wieder erwischt. Einen Hund haben wir hier gar nicht. Normalerweise hat man einen Hund dabei. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was von der Map sehen, bevor ich hier irgendwelche Aufträge mache und irgendwelchen Tieren stundenlang hinterherfetze. Aber ich glaube, hier haben wir wieder kein Auto. It's a tropical climate with swamps and grasslands similar to parts of northern India. Most people in Terai have a farm or livestock, but it can be tough to make a decent living there. Before we send you into tiger territory, can I ask you to make one ethical kill and harvest? Check the details on your hunter meat. We carefully screen all contractors to check both their hunting skill level and their ethics. I'm sure you understand why we want to make sure you can choose the right specimen and land an ethical shot. Ja, das verstehe ich ja, aber...
Ja, es wäre halt cool gewesen, wenn wir irgendwie direkt auf dem Auto hätten zugreifen können, ne? Ich weiß, ich bewege mich viel zu schnell. Ja, ich hätte ganz einen Hochsitz gebaut, du. Außerdem habe ich fürchterlich Hunger.
Mahlzeit. Machen wir jetzt aber erstmal gleich ein Süppchen, mein Magen hängt in der Kniekehle, ey. Ah, da fehlt mir wieder die Kohle. Oh, guck mal, der Reaper hier. So viel Kohle habe ich doch noch nicht. Außerdem kann ich die gar nicht mehr so gut spielen, weil dafür brauchst du verdammt gute Augen und dafür sind meine Augen nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Bei dem Spiel, mehr wie bei allen anderen Spielen, da sind es oft nur 2-3 Pixel, die einen Unterschied ausmachen.
Durch den Rückschlag sehe ich noch nicht mal, ob ich getroffen habe, lol. Auf jeden Fall habe ich es jetzt geschafft, alles, was hier in der Nähe war, zu verscheuchen. Oh, guck mal, der Reap auf dem Weg zum Kühlschrank. Ah, Tiefkühlpizza. Erkennt man an der Losung. Ja, der hat schön Häufchen gemacht, du. Ein großes Häufchen gemacht, du. Hm? Salami, Schinken, Champignon, Peperoni, was war das? Sag ich euch, wie es ist. Erkennt man sofort an der Konsistenz. Hat der ordentlichen Matz dahin geballert, ne? Da wächst auf jeden Fall kein Gras mehr, guck. Das ist sowieso, das hier ist sowieso viel schwieriger wie das andere Hunter-Ding, was ich gespielt habe. Ja, schade, ich habe gedacht, ich finde sofort was mit einer Karre. Ich wollte erstmal die ganzen Schnellreisepunkte freischalten. Nee. Also nichts, dass du spielen willst. Ohne Erfolge spielst du ja erst gar nicht, ne? Außerdem ist das sowieso kein Spiel für dich. Es geht hunderte von Stunden. In der Zeit hast du schon wieder 20.000, 30.000 Gamerscore gemacht. Hallo? Komme ich hier? Ich auch.
Ich brauche halt ein Auto. Ohne Auto ist scheiße, die Karte aufzudecken. Na, von irgendeiner Richtung muss ich ja da hinkommen. Oh, so bloß den hätte ich erst aufbauen müssen. Ja, wäre schon wieder kein Geld für, Mensch. Da haben wir doch kein Geld. Aussichtsturm. Aussichtsturm. Das sind ja alles Aussichtstürme. Ich wollte gucken, wo nochmal so eine Lounge ist. Ich weiß nicht, wo ich mein Auto herkriege, verdammt. Hm. Echt strange. Aber da war doch eben daneben ein Fragezeichen. Wo waren das, wo wir da waren? Da. Das hier nochmal so ein Außenposten. Aber bei dem Außenposten zum Beispiel war kein Auto, was ich echt komisch finde. Weit mal teil! So, dem haben wir schön das Rückgrat weggerotzt. Wenn ein Tier erlegt wird, entsteht Jagddruck. Mit Druck kenne ich mich aus, mein zweiter Vorname.
So, und war das für unsere Mission? Oh, und verwerte es, scheiße. Ah, aber das war doch eigentlich ganz gut. Vielleicht hätte ich dem das Fell über die Ohren ziehen sollen. Vielleicht. Machen hier eine Zucht, ich sag's euch.
reads aloud. Na, toll. Haben wir wieder keine Kohle. Ja, der Tiger, der hat uns ordentlich weggemessert, ganz am Anfang. Da bin ich noch nicht 20 Minuten gelatscht und schon hat mich ein Tiger umgeniedet. Hammerhart. Ja, es hieß ja, dass der in meinem... Jetzt bin ich mal gespannt, wo der ist. Irgendwo hat es den ja hingeschoben, den... Das, was wir gerade umgenietet haben. Ich wollte eigentlich... Ich wollte eigentlich den Bogen raustun. Sehe ich denn mein Inventar? Guck mal, da ist Garage. Echt? Wie tue ich mein... Na, nicht Schrank. Inventar. Waffen.
auf fachmännische Art und Weise an. Das Einzige, was ich jetzt erlege, ist was zu essen, und zwar eine Dose Sub, sage ich euch, wie es ist. Da würde ich mir mal den ganzen Tag Zeit nehmen und da reintauchen. The Hunter, Call of the Wild. Der neue DLC, der sich dann nennt. Es gibt wahnsinnig viele DLCs. Sundar Patan Hunting Reverse. Schon schön gemacht. Kleine Fixe. Das ist der Tiger. Sundar Patan Hunting Reverse. Kommt heute raus für einen Preis von, hast du nicht gesehen. Merkwürdigerweise, vielleicht sind sie aber noch nicht freigeschaltet, habe ich keine. Na, das geht mir auf den Sack, ey. Ja, der Store ist wirklich super die letzten Tage. Er lädt noch nicht mal die Spielkarte. Es ist zum Kotzen. Da jetzt. Aber ich glaube, den habe ich noch. Der war noch nicht, zumindest eben noch nicht drin, merkwürdigerweise. €1,31. Würde ich öfter spielen, würde ich mir tatsächlich gönnen. Absolut krass, wie viele DLCs es hier gibt. So, das war unser erster Look at den neuen Revier und damit verabscheue ich mich. Ich habe nämlich Kohldampf. Viel Spaß beim Fußball später. Sauber bleiben und danke fürs Zugucken. Servus.